Oh Mann, ich hoffe wirklich, dass es Emily gut geht. Aber noch wichtiger ist, ob es dem Baby gut geht. Oh Mann, ich bin schon so gespannt, wann ich endlich ins Zimmer darf. Oh, Lami, du kannst reinkommen. Oh yeah! Und Emily, wie geht es dir? Oh, Lami, mir geht's eigentlich wirklich gut, muss ich sagen. Nur, oh, es ist komisch, wieder schwanger zu sein. Aber natürlich freue ich mich auch. Oh Mann, und wie ich mich freue. Und Dr. Becker, wie sieht es mit dem Baby aus? Nur gute Nachrichten. Keine Sorge, dem Baby geht es gut. Es ist topgesund und Emily ist auch gesund. Na, das freut mich doch. Und hey Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, wie ihr richtig gehört habt, Emily ist endlich wieder schwanger. Das heißt, bald gibt es ein neues Baby von mir und Emily, Freunde. Deswegen, Freunde, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts an die Glocke, Freunde, damit ihr die zukünftigen Videos mit unserer... Oh, warte mal, das darf ich noch nicht sagen, oder? Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, oder willst du es sagen? Also meine Zuschauer wissen das schon. Also können wir das dein doch auch schon erzählen, Lami. Okay, also falls ihr Emilys Video noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr das trotzdem erstmal machen. Checkt Emilys Kanal ab. Dort seht ihr alles über die Schwangerschaft von Emily. Aber Freunde, ich sage es jetzt. Und zwar, Emily und ich bekommen eine Tochter. Oh Mann, wie cool ist das denn? Und Freunde, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kommentiert etwas Liebes über mich oder Emily. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lami Army. Und habt ihr euch schon einen Namen überlegt? Ein Namen? Oh, Freunde, stimmt ja. Das wollten wir euch auch noch fragen. Und zwar, wie sollen wir das neue Baby nennen, also unsere Tochter? Emily, hast du schon eine Idee? Also, meine Zuschauer haben schon so viele Ideen in die Kommentare geschrieben. Also wirklich ziemlich viele Vorschläge, wo auch richtig schöne Namen dabei sind. Aber so richtig entschieden haben wir uns noch nicht, oder? Oh, stimmt, das waren echt zu viele Vorschläge, aber Freunde, eure Vorschläge möchten wir auf jeden Fall auch noch hören. Also, wie würdet ihr die Tochter von mir und Emily nennen? Da waren zum Beispiel so Vorschläge wie Emilia oder sowas. Emilia, dann habe ich noch Leonie gehört Oh, und Leonie noch ist auch Lea schön. und so Oh. viele schöne Namen. Das sind echt schöne Namen. Oh Mann. Und warte mal, dein Bäuchlein, der wird ja schon echt mega groß. Oh ja, das Baby wächst und wächst von Tag zu Tag. Oh Mann, ich bin schon so gespannt. Wie lange wird es dann noch dauern, bis wir das Kind bekommen? Das könnte noch einige Wochen dauern, aber keine Sorge, wir machen alles mit der Geduld. Oh, okay, wir sind auf jeden Fall geduldig. Alles mit der Zeit, oder Emily? Oh ja, das Baby muss ja groß werden und wachsen und gedeihen, damit es genauso süß wird wie du und ich, Lami. Oh, und wie Leo nicht vergessen. Oh ja, stimmt. Oh Mann, ich bin so gespannt, wie unser Baby aussieht. Am liebsten Oh, würde ich das wird das echt jetzt schon cool. Na sehen. gut, Dr. Becker, dann danken wir dir und wir gehen jetzt nach Hause, denn die Zuschauer haben noch gar nicht das Zimmer von unserer Tochter gesehen. Oh, stimmt. In meinem Video hat man das schon gesehen. Aber ich muss sagen, ich habe da noch ein bisschen was umgeändert. Deine Zuschauer Oh. werden das jetzt sehen. Na gut, dann gehen wir mal. Tschüss, Dr. Becker, und danke für alles. Oh, tschüss und immer wieder Dankeschön. gerne. Tschüss. Oh Mann, Freunde, also wirklich, falls ihr keine weiteren Schwangerschaftsvideos oder Babyvideos von Emily und mir verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal von Emily. Nicht nur von mir, auch unbedingt von Emily, denn dort lädt sie auch jeden Tag Videos hoch. Das müsst ihr unbedingt abchecken, alles. Oh Mann, Emily, jetzt lass uns ganz schnell nach Hause gehen. Und Freunde, wie wird wohl am Tag der Leo reagieren, der kleine Leo, denn am Tag der Geburt wird der kleine Leo endlich der große Leo sein und dann wird er ja der große Bruder von unserer Tochter sein. Das wird so cool. Oh ja, ich bin so gespannt, aber ich bin mir ganz sicher, dass Leo ein toller großer Bruder Oh, wird. stimmt, der ist ja auch schon ein toller Sohn. Ich glaube, der beschützt immer unsere Tochter, also seine Schwester, und das sollte kein Problem sein, oder?
Oh ja, und ich bin so gespannt, wie unsere Tochter wird. Die wird bestimmt so genauso süß wie Leo werden. Das wird eine kleine Prinzessin. Na gut, dann wollen wir mal. Freunde, jetzt seht ihr das Zimmer von unserer zukünftigen Tochter. Dann wollen wir nach oben gehen. Aber Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nach oben. Oh ja, also hier ist der kleine Bereich von unserer Tochter. Okay, dann erzähl mal alles, wo alles ist. Also hier haben wir so eine Spielzeugkiste, die hatten wir ja auch bei Leo, aber jetzt mit Mädchenspielzeugen, zum Beispiel wie diese süße Puppe oder dieses kleine Puppenhäuschen. Verstehe, na gut. Und hier, warte mal, was ist das nochmal? Hier ist der Wickeltisch, wo nachher unsere Tochter gewickelt wird. Oh, also soll ich dir jetzt die Pampers wechseln oder was? Du kleines Baby. Nein, das kannst du später bei unserer Tochter machen. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig, Lami. Oh, ob ich das schaffe, eine Windel zu wechseln? Da ist bestimmt ganz viel Kaka drin, ne? Na gut, und wow. Hier ist mein Lieblingsspielzeug, das kleine Holzpferd für die Kleine. Cool, oh mein Gott, so eine kleine Pferdeschaukel. Na gut, und das ist das Babybett, oder? Oh ja, ganz genau, hier wird sie später drin schlafen. Und oh Gott, ich freue mich so sehr, Lami. Hey, du passt hier ja mega gut rein, ich glaube. Da kannst du für immer schlafen. Oh ja, das ist auch ziemlich gemütlich hier, vor allen Dingen mit diesem Spielzeug dort. Also ich könnte hier echt ein kleines Nickerchen machen. Na gut, dann gute Nacht, kleines Baby Emily. Oh Mann, Freunde, ich freue mich wirklich so sehr. Und schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr euch auch freut. Und nicht vergessen, Namensvorschläge in die Kommentare zu schreiben. Und warte mal, wo ist eigentlich Leo? Der war doch immer begeistert wegen unserer neuen Tochter. Der ist bestimmt, wenn der nicht in sein Zimmer ist, in seinen Geheimraum, weil seitdem wir diese Geheimräume haben, ist er ja gar nicht mehr so oft in seinem Baumhaus. Freunde, ich freue mich wirklich so sehr auf die neuen Videos mit unserer neuen Tochter. Warte mal, was hast du jetzt gesagt? Ist er im Baumhaus oder im Geheimraum? Im Geheimraum, denke ich mal. Aber Lami, wenn unsere Tochter größer wird, bekommt sie dann eigentlich auch einen Geheimraum? Oh, stimmt. Oder vielleicht kannst du deinen Geheimraum ja mit ihr teilen, solange. Oh, stimmt, das ist eine echt tolle Idee, weil sie ist ja so eine richtige Prinzessin, wie ich es bin. Aber hüpf nicht so viel gegen die Decke, sonst ist es nicht so gut für das Baby. Oh ja, dann lass uns mal runtergehen und gucken, wo Leo ist. Na gut, Leo. Wer ist da? Leo, wo bist du denn? Oh, warte mal. Hey, du bist die ganze Zeit vor der Konsole und zockst, ey. Es reicht doch mal irgendwann. Hey, ich hab gerade getanzt hier ein bisschen. Getanzt? Na gut. Auf jeden Fall gute Nachrichten, Leo. Und zwar, wir waren gerade im Krankenhaus und dem Baby in Emilys Bauch geht es gut. Ja, meine Schwester geht es gut in Emilys Bauch. Oh, ich freue mich schon, wenn endlich meine Schwester auf die Welt kommt. Oh, dann hast du endlich jemanden, mit dem du spielen kannst, Leo. Oh ja, ich freue mich ganz dolle. Oh Mann, wir freuen uns alle ganz dolle. Und Leo, und wenn deine Schwester auf die Welt kommt, dann musst du die auch vor bösen Monstern und so beschützen, vor den ganzen Einbrechern. Oh, natürlich, ich bin ja dann ein großer Bruder und dann bin ich ganz, ganz groß und stark schon. Oh, ob du dann ganz groß bist, das weiß ich jetzt nicht, du kleiner Zwerg. Oh, hey, was sagst du da? Na gut, Freunde, aber ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ihr habt jetzt auch die Meinung von Leo gehört, also er freut sich auf jeden Fall auch auf unsere neue Tochter. Und Freunde, ihr könnt das gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Und falls ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt bei Emily vorbeigucken und ihren Kanal abchecken. Denn dort kümmert sie sich ganz, ganz doll um ihr Baby. Und das müssen wir weiter verfolgen, Freunde. Und dann würde ich sagen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt in die Kommentare, wie gesagt, wie soll das Baby dann irgendwann heißen, wenn es kommt. Und lasst ein Like da. Und Leo, du hast das Schlusswort. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.